Hey, schön, dass du da bist. Mein Name ist Luke. Ich freue mich, dass du wieder oder das erste Mal auf meinem Kanal bist. Ich spreche über einen bewussten Lebensstil und heute geht es darum, welche Zimmerpflanzentipps ich gerne vorher gewusst hätte, bevor dieser ganze Wahnsinn angefangen hat. Also viel Spaß. Ich möchte heute ganz gerne drei Tipps behandeln, denn das waren für mich persönlich auf dieser ganzen Reise die prägnantesten. Und der erste Tipp ist definitiv Licht. Ich habe in der ganzen Zeit so unglaublich viel über Licht gelernt. Und ich glaube, meine erste wirklich schlimme Lektion mit Licht war, als ich mir eine Lipstick-Plant gekauft habe. Dann auch noch so eine schwere Pflanze. Das war direkt am Anfang, ich glaube, in den ersten 3, 4 Wochen, weil ich die so unglaublich schön fand. Und ich zeige euch mal, wo ich die hingepackt habe. Ich habe die tatsächlich hier oben hingestellt, ja, da auf dieses Regal. Hier ist das Fenster, also das sind, ja, also die kriegt da gar kein Licht, das sind locker 3, 4 Meter. Und die ist mir natürlich innerhalb von wenigen Wochen sind die ganzen Blüten abgefallen und die ist gestorben. Und das war irgendwie so ein erstes blödes Erlebnis. Und die zweite Erleuchtung mit Licht war, als ich im Blumenladen war, also im Pflanzenladen. Und ich habe mir so eine Anturi gekauft und die Frau hat gesagt, dass jeder weitere Meter, wo diese Pflanze weit weg vom Fenster steht, tödlich sein kann. Und ich glaube, dass wir oftmals unterschätzen, wie wichtig Licht für unsere Pflanzen sind und wir unsere Pflanzen auch deshalb oft komplett falsch platzieren. Ich werde dann auch ein extra Video darüber machen, aber ich habe ich und meine Freundin haben beide dieselbe Pflanze und bei ihr steht die direkt hinterm Fenster an einer Westseite. Bei mir steht sie 2 Meter ungefähr weit weg vom Fenster an einer Südseite und bei ihr wächst sie unglaublich prachtvoll und bei mir wächst sie auch gut, aber nicht so schnell. Und ja, für mich persönlich ist das eine sehr, sehr wichtige Erfahrung gewesen, weil jetzt, wo ich eben weiß, wie wichtig Licht für Pflanzen ist und dass sie gerade jetzt im Winter, vor allem wenn ihr so relativ kleine Fenster habt wie ich, so nah am Fenster stehen sollten wie möglich. Und das beste Licht in meinen Augen aus meiner Erfahrung ist immer noch so eine Westseite, weil da kriegen sie eben den ganzen Tag über sehr, sehr schön viel Licht, oftmals nicht zu direkt durch die Sonne. Ja, sehr, sehr wichtige Lektion. Die zweite Lektion, beziehungsweise der zweite Tipp, den ich gerne gewusst hätte, ist der Umgang mit Trauermücken. Weil ich habe festgestellt, dadurch, dass ich jetzt einige Pflanzen habe, die feucht gehalten werden müssen, wie beispielsweise eine Alocasia oder auch meine Begonia drüben oder auch meine Anturia, habe ich doch echt zunehmend mehr mit Trauermücken zu kämpfen. Ich habe jetzt so ein paar gute Möglichkeiten bekommen, wie ich die ganz gut in den Griff bekomme. Mit Wasserstoffperoxid aus der Apotheke. Was aber auch ein mega guter Tipp ist, hat mir jemand gesagt, ist die Pflanzen einfach von unten zu gießen. Denn dann holen die sich eben das Wasser, was sie brauchen. Und die Erde ist nicht so feucht. Und Trauermücken legen ihre Babys eben in sehr, sehr feuchter Erde. Deswegen haben sehr wahrscheinlich Leute, die so viel Rhypsalis und viele Dendron-Pflanzen haben und ihre Pflanzen nicht so oft gießen, deutlich weniger Probleme damit. Und ja, ich finde, das kann schon echt ziemlich nervig und lästig sein. Von daher, ich bin froh, dass ich das Problem jetzt in den Griff bekommen habe. Aber ich glaube, für die Zukunft wäre das was, wo ich mit Sicherheit von Anfang an ja, so ein bisschen anders gehandelt hätte in dem einen oder anderen Pflanzenkauf. Und Nummer 3 ist definitiv Drainage. Es ist einfach unglaublich wichtig, dass das Wasser bei Pflanzen ablaufen kann. Ich persönlich, ich habe das vorher auch nicht so wirklich beherzigt, habe dadurch schon einige Pflanzen verloren. Das war für mich einfach ein wichtiger Punkt. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen. Achte einfach darauf, dass deine Töpfe ein Loch haben, damit das Wasser rausfließen kann. Und dann solltest du eigentlich in dem Punkt relativ safe sein. Ich habe aber noch einen vierten Punkt und der liegt mir eigentlich am meisten am Herzen. Und zwar simple Pflanzen. Ich weiß gar nicht, warum ich den nicht als erstes genannt habe. Aber ich persönlich muss sagen, jetzt nach der ganzen Zeit, wo ich so viele Pflanzen gekauft habe, ich liebe es einfach, einfache, simple Pflanzen zu haben, die gut und schnell und zufrieden wachsen und die einfach nicht so unglaublich anspruchsvoll sind. Ich stecke schon sehr viel Zeit in diese ganze Pflanzensache. Also ich gehe immer morgens und abends nicht durch alle Pflanzen durch, aber so, ich habe immer so eine kleine Routine. Trotz alledem muss ich sagen, mache mir diese Pflanzen, die einfach anspruchslos sind, am meisten Spaß. Ich habe schon echt sehr, sehr viel Geld ausgegeben für Pflanzen, die dann gestorben sind, gerade am Anfang, weil ich einfach gar keine Ahnung hatte, wo ich sie platzieren soll. Teilweise haben sie überhaupt gar kein Licht bekommen, wie zum Beispiel bei einer Krotonpflanze. Und ja, ich glaube jetzt, oder ich persönlich für mich jetzt kann sagen, wo man halt so viel ausprobiert hat, ist man einfach so ein bisschen gesättigt. Und wenn ich in einen Pflanzenladen gehe und eine tolle Pflanze finde, dann hole ich sie mir auch immer noch.
Aber jetzt, so wie es momentan ist, mit meinen Philodendrons hier und meinen Efeututen und meinen Rhapsodes und der einen oder anderen besonderen Pflanze, wie beispielsweise jetzt meiner Begonia luxurians drüben oder hier so eine Alocasia oder so, bin ich dann doch echt sehr, sehr glücklich und sehr, sehr happy und finde den Status quo momentan einfach für mich einfach sehr, sehr zufriedenstellend. Und ich finde auch, Philodendron-Pflanzen sind eine der schönsten Pflanzen, allein durch ihre Herzenform. Ich finde, die passen unglaublich gut designtechnisch in jede Einrichtung, weil sie sich einfach mega gut anpassen und sie dem Raum irgendwie so eine schöne, ja, so eine schöne Note geben, aber einfach nicht zu sehr im Vordergrund stehen. Von daher, ja, Basic-Pflanzen wären definitiv, glaube ich, was, womit ich hätte früher anfangen sollen. Das hätte mir eine Menge Ärger, Frust und Geld erspart. Ansonsten freue ich mich natürlich, dass das Video wie immer bis zum Ende geschaut hat. Ich freue mich auch über ein kleines Feedback, einen Kommentar oder ein Like. Und ich freue mich auch, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, ich wünsche noch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Klug.